beim Eintreffen vom ersten Löschzug sind bereits Flammen aus dem ersten OP rausgeschlagen, werden in den Innenangriff mit 4 Abendschutzdruck, dann im Innenangriff durchgeführt. Zur gleichen Zeit wurde die Drehleiter mit dem Wenderohr auch ein Löschangriff von außen durchgeführt. Über das Nachbargebäude wurden weitere Löscharbeiten durchgeführt, so konnte verhindert werden, dass der Brand auf die 2 angrenzenden Nachbargebäude übergreifen konnte. Thank you.
Stefan Fischer vom Kreis von Emmendingen. Wir sind hier in Kenzingen beim Wohnungs- und Gebäudebrand. Im Moment sind wir mit 14 Einsatzkräften von zwei Ortsvereinen vor Ort. Zusätzlich haben wir noch eine Rettungswagen hier. Notarzt und Rettungswagen aus der Ortenau haben schon einen Patienten aufgenommen. Vier Patienten haben wir schon zur Betreuung gehabt. Die haben wir jetzt anderweitig untergebracht, weil das Gebäude bzw. die Wohnungen nicht mehr bewohnt sind. Im Moment sind wir jetzt noch da für die Brandwache, für eine Feuerwehr, dass wir da einfach, falls was passieren würde, schnell eingreifen können.